Moin Leute, ich weiß, lang ist's her, weiter geht's. Mittlerweile ist ja alles rechts, zum Beispiel Wandern. Ja, fangen wir doch mit diesem Zeitartikel an. Ich lese euch mal vor, rechte Wanderlust. Für manche Neonazis gibt es nichts Schöneres, als gemeinsam wandern zu gehen. Doch mit Liebe zur Natur hat das wenig zu tun. Dahinter steckt ein bizarrer Ahnenkult. Ja Leute, Wandern ist das neue Holocaust. In dem Artikel wird dann ein Zitat gebracht von einer vermeintlich rechtsextremen Wandergruppierung, die Wandern als Katalysator ihrer rechten Aktivität nutzt. Und auch dieses Zitat lese ich euch mal vor. Die Schlachten, die derzeit geschlagen werden, sind die Zuckungen schwacher, kränklicher Menschen. Völker. Der größte Feind ist in uns. Trägheit, Genusssucht, Völlerei, Konsumsucht und vieles mehr sind die Unwerte. Bin ich jetzt ein Nazi oder warum kann ich in dem Zitat nichts Schlechtes erkennen? Guck mal, ich war selbst Opfer von Fresssucht, Pornosucht, Computersucht, Drogensucht. Ich kann ein Lied davon singen, wie es ist, von seinen Dämonen kontrolliert zu werden. Und erst mit Hilfe von Gott, peruanischen Schamanen sowie der führenden Hand meines NPD-Ortsvereines konnte ich endlich wieder zum Licht finden. Aber lesen wir weiter im Artikel. Das Gegenstück dazu, der Mensch auf dem Streifzug durch die unschuldige Natur, besonders den Wald. Dieser sei nämlich eine Projektionsfläche für modernitätskritische, nationalistische, rassistische und biologistische Ideologien, sagt Fahnenleiter Nikolaisen. Scheiße, der heißt wie ich. Er symbolisiere die germanischen Wurzeln und die deutsche Heimat. Ja Leute, der Wald ist wahrlich ein Quell des Nationalsozialismus. Ich hab mich eh schon gewundert, warum alle Bäume bei mir in der Gegend so aussehen. Aber die Krone der Absurdität ist das hier. Schaut euch mal das an. Männlichkeitsbilder. Warum die junge Alternative gegen Masturbation mobil macht. Schwerpunkt Antifeminismus, wozu Wissenschaftsfeindlichkeit führt. Die NoFap-Bewegung, die glaubt, dass Onanieren Männern ihre Männlichkeit raube, erhält in der rechten Szene immer mehr Zulauf. Wenn man über 120 Tage keine Pornos schaut, nicht masturbiert, kein Sex hat und auch kein Edging betreibt, für alle, die nicht wissen, was Edging ist Wichsen ohne zu kommen, dann ist schon fast vorprogrammiert, dass wenn man dann doch edgt, dass man dann rückfällig wird. Und genau das war heute der Fall. Ich habe heute dummerweise für circa 10 Sekunden geedgt, also gewichst ohne zu kommen. Dann habe ich aufgehört und dann habe ich schon gemerkt, scheiße, ich kann das kaum kontrollieren, es wird immer krasser, obwohl ich nichts mehr gemacht habe. Ist die Energie immer weiter aufgebaut worden, ich war immer krasser erregt und hatte halt eigentlich schon fast keine Möglichkeit mehr, nicht zu kommen. Fakt ist, ich konnte nach den 30 Sekunden das Ganze nicht mehr halten und habe dann aufgehört und dann kam leider auch eine ganze Menge raus. Ja, Mann, nicht wichsen ist das neue Blitzkrieg. Dann zitieren sie einen AfD-Politiker, der Folgendes gesagt hat. Masturbation und Pornografie bilden einen Teufelskreis. Ersteres gewöhnt den Körper an den Akt und steigert das Verlangen danach. Zweiteres bekräftigt Ersteres, verdirbt den Geist und macht einen zum Konsumsklaven. Schon bald kann man nicht mehr ohne und ist ständig auf dem Rausch nach den neuesten Perversionen. Das geht so weit, dass bei manchen der tatsächliche Geschlechtsakt mit einer Frau als eher langweilig und unerregend empfunden wird. Man kann ohne Pornografie masturbieren, es führt in vielen Fällen aber wieder zum alten Konsumverhalten oder auch Suchtverhalten, da einem auf die Dauer der optische Reiz fehlt. Masturbation sollte aber generell eingestellt werden, da sie einen der schöpferischen Energie, vieler Nährstoffe und männlichen Kraft beraubt. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was dieser Typ sonst auch so von sich gibt oder was er politisch macht, aber das stimmt zu 100%. Jeder, der mal pornosüchtig war, weiß, dass das stimmt. Jeder. Das hat mit Recht so viel zu tun wie Beltower News mit Journalismus. Ganz kurze Unterbrechung. Video geht sofort weiter. Meine Show Grenzgang, mit der ich letztes Jahr auf Tour war, ist endlich online. Und wenn du sie sehen magst, sie wurde abgefilmt in saugeiler Qualität. Hier einfach Link in der Videobeschreibung klicken. Wenn deutsche Großstadtmänner auf dem Schlachtfeld bluten, muss man sich die Frage stellen, ob die wirklich von einer Kugel getroffen wurden oder einfach nur ihre Tage haben. Ja? Mein Leben hat sich komplett verändert, seit ich mir nicht mehr ständig überall einen runterhole. Ich habe mehr Energie, ich kann mich besser konzentrieren, ich habe kein Hausverbot mehr bei Deichmann. Ich selbst habe den Großteil meiner Depressionen überwinden können, indem ich aufgehört habe, Pornos zu schauen und zu masturbieren. Kein Witz. Aber komm, machen wir noch ein bisschen weiter mit dem Entertainment, sponsored by Beltower News, aka sponsored by Steuerzahler, weil Beltower News ist Amadeo Antonio Stiftung und das zahlt ihr mit. No Nut November, wie aus einem Witz ein rechtsextremer Trend geworden ist. Für die, die nicht wissen, was No Nut November ist, No Nut November ist, wenn du den gesamten November nicht masturbierst. Und man muss schon sagen, sich im November keinen runterzuholen, das ist schon krass rechtsextrem. Also das Einzige, was noch rechtsextremer ist, als sich im November keinen runterzuholen, ist sich im Dezember keinen runterzuholen, ja? Also da kannst du auch gleich eine SS-Uniform anziehen. Und in dem Artikel steht weiter, Expertinnen bestreiten, dass Pornosucht überhaupt existiert. Und dann ist ein Artikel verlinkt unter Experten und wenn man auf diesen Link klickt, landet man bei einem Weiß-Artikel. Für die, die Weiß noch nicht kennen, richtiges Qualitätsmedium. Naja, klicken wir doch mal auf den Link zu dieser hardcore-seriösen Aussage, dass Pornosucht nicht existiert. Pornosucht ist eine Erfindung von Medien, Kirche und Selbsthilfeindustrie.
Industrie. Lass dir nicht einreden, dass du krank bist. Ja, Mann, wenn du tief depressiv bist und es nicht mal schaffst, eine Woche auszuhalten, ohne Pornos zu gucken, dann bist du doch nicht süchtig. Nein, das ist eine Erfindung der Kirche und Selbsthilfeindustrie. Leute, so sehen echte Verschwörungstheorien aus. Die Verfasserin dieses Artikels hat bei Vice übrigens insgesamt 3 Artikel geschrieben. Und zwar einmal, Pornosucht ist eine Erfindung von Medienkirche und Selbsthilfeindustrie. Lass dir nicht einreden, dass du krank bist. Nächster Artikel, ich werde fürs Pornogucken bezahlt. Ich diskutiere den ganzen Tag über Lecktücher und den Zahnspangentrend bei Pornodarstellerinnen. Meine Uni macht's möglich. Und der 3. Artikel, ich war bei einer Networking-Messe für Pornodarstellerinnen und habe dort mein größtes Porno-Idol getroffen. Weitere Artikel von ihr mit folgenden Titeln sind bereits in Arbeit. Ich habe meinen ersten Porno gedreht. Sind Pornos und Gott dasselbe? Ich glaube, ich bin ein Porno. Leute, Pornos sind cool. Ich schwöre euch, wie viele Scheißartikel muss ich noch schreiben, damit ihr mir glaubt? Und 50 Rezeptideen für grüne Smoothies. Meine Frage, was macht sie denn eigentlich zu einem Experten? Schauen wir doch mal, was ihr Beruf ist. Aha, sie ist also wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Paderborn. Leute, die ist Expertin. Also wenn jemand weiß, was Pornos auf der neuronalen Ebene anrichten, dann auf jeden Fall jemand, der mit Neurologie nix am Hut hat. Leute, jetzt mal im Ernst. Ich glaube, jeder Mann, der mal pornosüchtig war, weiß, wie übel diese Sucht sein kann und wie sehr sie einem die Kraft und Lebensfreude raubt und vor allen Dingen, wie heftig negativ sie sich auf das Sexleben auswirkt. Das Einzige, was sich noch negativer auf das Sexleben auswirkt als eine Pornosucht, ist ein sächsischer Akzent. Wollen wir ein bisschen schnäppig. Oder bei dem Spiel Wahrheit oder Pflicht zu gestehen, dass man sich auf eine Straße geklebt hat. Und übrigens, es gibt ganz klare Studien, die Bände über den Schaden sprechen, den Pornos uns antun. Eine Studie von Simone Kühn vom Max-Planck-Institut zeigte, dass regelmäßiger Pornokonsum graue Hirnmasse verringert, die Verbindung von Hirnzentren untereinander stört und als Folge dessen sogar die Wahrscheinlichkeit erhöht, den Grünen beizutreten. Okay, Spaß beiseite. Der Anfang hat aber gestimmt und den Link zur Studie findet ihr in der Videobeschreibung. Ein riesiger Fan von Pornos ist natürlich auch die Taz, weshalb im Taz-Blog auch eifrig über die Pornomesse Berlin berichtet wurde. Und wenn ihr glaubt, ihr habt bereits alles gehört in diesen Zeiten, was irgendwie nieder, ekelhaft oder entweihend ist, dann gönnt euch mal das hier. Was ist die wahre Bestimmung eines Spielplatzes? Kann es denn wirklich die einzige Nutzungsart sein, die wir diesen Orten in unseren Städten zuschreiben, wenn Heteros dort ihre Nachkommen auslüften? Ben Berlin, Filmemacher aus Berlin, bietet in Playground eine gänzlich andere und eigentlich viel überzeugendere Nutzbarmachung dieses Ortes an. Als Bühne für eine lustvolle und mit allen Wassern gewaschene lesbische BDSM-Session. Ein x-beliebiger Berliner Spielplatz wird in diesem Kurzfilm zum Freiluftrefugium für 2 Dominatrixes und ihre Sub. Und dieser Spielplatz mit seinen zahllosen Aufbauten bietet genau die richtigen Settings, um mannigfaltige Pein ausleben zu können. Der Text geht noch weiter und glaubt mir, es wird nicht besser, aber ich erspare euch mal den Rest. Übrigens, kleiner Funfact, das Gebäude der Taz in Berlin wurde vom Staat bezuschusst mit 3,359 Millionen Euro. Aber ja, ihr seid ganz bestimmt krass systemkritische Journalisten, ihr kleinen Racker. Wisst ihr, mit welchem Satz man eine Betriebsfeier bei der Taz eröffnet? Danke, dass sie alle so reich erschienen sind. Übrigens, die Taz verbreitet sogar schlicht Fake News. Ihr kennt ja wahrscheinlich den Artikel, der in der Taz über mich geschrieben wurde, wo gesagt wurde, ich bin der Comedian der Neurechten, bla bla bla. Ich zitiere euch mal kurz eine Stelle. In einem Video behauptet er, dass die Maßnahmen gegen Corona tödlicher seien als das Virus selbst. Die Maßnahmen drängten weltweit bis zu 132 Millionen Menschen an den Rand des Verhungerns. Tatsächlich stammt diese Zahl aus dem Welternährungsbericht der Vereinten Nationen von 2020. Allerdings nennt der Bericht nicht die Maßnahmen als verantwortlich, sondern die Pandemie selbst. Und ja Leute, den Link zu dem Bericht findet ihr mal hier in der Videobeschreibung, aber ich spare euch mal die Arbeit und lese euch einfach mal vor. Containment measures are already limiting labor mobility in areas dependent on seasonal or migrant labor and making it difficult to access markets and transport food both within and across countries. Further disruptions of logistics could disrupt the new planting seasons. On the demand side, the massive lockdowns across the world are expected to hamper people's ability to access food and create serious economic downturns. This will make it difficult to afford food, particularly for the poor and vulnerable groups. Oder um es mal auf Deutsch zu übersetzen, die Taz hat den Bericht nicht gelesen. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin's gerade eben auch nicht, aber ich hatte trotzdem recht. Haha, Bitch! Und als wäre das noch nicht genug, laut MSNBC, damals als gemeinschaftlicher Sender von NBC und Microsoft gegründet, ist jetzt sogar Fitness rechtsextrem. Fitness. Ja, Leute, also was ist laut dem progressiven Mainstream-Narrativ das Rezept, ein vollkommener Bürger zu werden? Am besten nicht trainieren, viele Pornos gucken, regelmäßig boostern lassen, nicht so viel in der Natur sein und Finger weg von Religion oder Spiritualität. Ja, ihr habt richtig gehört. Spiritualität ist nämlich ganz gefährlich. Besonders der Deutschlandfunk warnt uns vor Rechtsesoterik. Rechte Esoteriker im Krieg gegen 5G und das Impfen. Und jetzt passt auf, meine persönliche Lieblingsstelle aus diesem Artikel. Jeder Zweite glaubt demnach, es gäbe geheime Organisationen, die Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Nein!
Das glauben die doch nicht, wirklich. Das ist ja komplett weit hergeholt in der Welt, in der sich Politiker mit all ihrer Macht gegen Lobbyregister wehren, Bilderberg-Meetings so lange wie möglich geheim gehalten wurden und sich beim World Economic Forum die Finanzelite der Welt trifft, um über unsere Zukunft zu richten. Wie kommt man dann auf Einflussnahme? Fast jeder Dritte glaubt, Politiker und andere Führungspersönlichkeiten seien Marionetten in den Händen von clandestinen Kräften. Wie kommt man denn nur auf diese Vermutung, dass Politiker Marionetten sind? Nur weil sie von Lobbys gesponsert werden, sind sie doch nicht Marionetten von irgendwelchen Unternehmen. Niemals! Wie kann man dann nur an Verschwörungen glauben? Alter, die Frage ist eher... Wie kann man Verschwörungen leugnen? NSA-Affäre, das Lügen über Massenvernichtungswaffen im Irak, das Bekanntwerden von Parteispenden. Alter, wisst ihr, was ein Kartellamt ist? Die Aufgabe von einem Kartellamt ist es, Verschwörungen innerhalb der Wirtschaft zu unterbinden, um illegale Preisabsprachen zu verhindern. Das ist ein Amt, dessen einzige Aufgabe es buchstäblich ist, gegen Verschwörungen vorzugehen, weil man weiß, dass reiche und mächtige Menschen vieles versuchen, um ihren Reichtum auch unrechtmäßig zu erweitern. Aber beim Deutschlandfunk wollen sie euch ernsthaft erzählen, ja, aber... Das gibt's nur in der Wirtschaft. Und die ist auch überhaupt nicht mit den Politik und Medien verbandelt, auf gar keiner Ebene. Und jeder, der was anderes sagt, der ist ein Nazi. Wisst ihr, warum das Kartellamt die Verstrickung innerhalb Politik mit der Lobby nicht aufdeckt? Weil das Kartellamt leider dem Kartell gehört. Hier noch ein paar weitere Mainstream-Medienüberschriften, die uns vor brauner Esoterik warnen. Öko-Nazis laufen bei Demos mit. Wenn Ökos und Faschisten gemeinsam demonstrieren. Außen Öko, innen braun. Die Gefahr der rechten Esoterik. Aber meine absolute Lieblingsüberschrift ist die da. Rechte Esoterik. Meditieren, heilen, Juden hassen. Sorry. Oh Gott, das ist geil. Oh Mann. Ja Leute, ich meine, wir kennen es doch alle. Ich meditiere erstmal jeden Morgen, um mich mit dem Kosmos und Gott zu verbinden und zu realisieren, dass wir alle eins sind. Direkt danach mache ich mir einen Detox-Smoothie, lasse dann Gott durch mich wirken, indem ich meinen blinden Nachbarn heile und danach hasse ich Juden. Ich meine, was auch sonst? So sieht ein spirituelles Leben halt aus. Ich meine, wir erinnern uns doch alle an diese legendäre Hitler-Rede. Ich bin heute Morgen aufgewacht mit einem blockierten Wurzelchakra, woraufhin ich eine Kundalini-Meditation durchgeführt habe, die alle meine Chakren wie ein Donnerkeil durchgeschüttelt, regeneriert und in Konsequenz geöffnet hat. Seitdem ist meine Schöpferenergie wieder am Fließen und ich bin in der Lage, den Willen der universellen Schöpferseele durch mich wirken zu lassen und maximal viel Liebe und Mitgefühl in die Welt strömen zu lassen, bis der letzte Sündige wieder zum Licht bekehrt wird. Übrigens, mein neuen Aura-Duft gibt es derzeit 30% Rabatt hier exklusiv beim Hitlerversand24.de. Leute, jetzt mal im Ernst. Wir sehen es doch überall. Wir befinden uns in einem spirituellen Krieg. Wirklich, ich meine das ernst. Was wir erleben, ist ein massiver Angriff auf das, was uns gut tut, stabil hält, Selbstvertrauen und Kraft gibt. Familie, Tradition, Religion, Spiritualität, unsere Kultur, in die Natur gehen, Kraftsport, sich vom System unabhängig machen und Pornoverzicht. All das ist jetzt natürlich rechtsradikal. Und was ist jetzt die Lösung? Ich mache diese Videos ja nicht, um euch schlechte Laune zu machen. Also was ist die Lösung? Die Lösung ist, genau die Werte zu leben, die angegriffen werden. Bekenn dich zu deinem Land, statt rumzuheulen. Steh für dich ein, sprich die Wahrheit, geh trainieren, achte deine Familie, geh in die Natur, heirate, lebe gesund, mache Sport, bekenn dich zu Bruno Gröning, Jesus, Odin oder Drachenlord. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt immer noch nicht zu dir und deinen Werten stehst, weil du Angst davor hast, als rechts abgestempelt zu werden, Digga, dann lass dir beim Arzt ein Rezept für zwei Eier ausstellen. Meine Fresse, fang an zu leben.